finde ich noch nicht, ob der Thai-Boxer Asim, der Asim, der jetzt die andere ist, sehe ich noch als Mensch. Und so als Thai-Boxer Asim habe ich ihn eigentlich, ja, hätte mich jetzt nicht gerade so gereizt, oder ich würde sagen, also hätte ich jetzt nicht unbedingt jetzt wieder mit ihm zusammen sein oder so. Dann ist sie mal mit der Schule, in meiner Schulklasse, zu mir trainieren, oder? Und ich, oh ja, super, ist gut, gut. Dann habe ich sie gerade genommen, um mir Übungen zu zeigen und so. Dann ja, eben. Ja, dann hat sie nur noch im Training gesagt, gut, lass mal die Uhr auf die Seite und die Uhr auf die Seite, oder? Ich habe ihre Uhr genommen und auf die Seite tun, dann habe ich gedacht, ich vergiss die Uhr und komme nachher noch mal, oder? Aber sie sagt, hast du mir die Uhr? Und ich, scheisse. Er hat es mir nachher noch vorgesagt. Ich habe ihr gerade dort gesagt, vor Ort. Er hat gesagt, du, das hast du nicht selber vergessen. Er hat eigentlich schon gedacht, er sei mit mir zusammen. Hat er mich mal gedacht, dass wir eigentlich jetzt zusammen. Hast du gesagt? Du. Ganz klar, sie ist meine Frau, oder so, ich sage jetzt, ja, meine Freundin und so, weißt du, und das ist für mich wie meine Frau und wir leben jetzt zusammen und... Mir geht es das recht gut, also ich hätte es nicht, ich habe immer an mein Gefühl, ich kenne sie viel, also ich kenne sie ewig, obwohl das jetzt eigentlich, wenn man so schaut, sind es 2 Jahre ist. Und die Kinder werden wir auch bald haben, in 2-3 Jahren. Okay. Bist du am Aufnehmen, ja. Richtig? Okay. Ja. Okay, Ladies and Gentlemen. Jetzt habe ich gerade per Zufall E-Mails abgecheckt. Am 12. August. August kann ich in Las Vegas, Bellanju, Best Hotel mitmachen. Das ist jetzt die Chance, wenn ich jetzt... Turnier gewinnt, einmal in Sakrabizi. Nach Andy Hug wäre ich der erste Schweizer im Grand Prix dabei. Und das wäre jetzt der Plan. Ja? Arrivederci. Massus. Der Star, oder? Das ist halt ein Traum, wenn ich jetzt wirklich, jetzt wenn ich so überlege, wenn ich da das gedacht hätte, jetzt kommen gerade Hühner auf, was ich erreicht habe, das ist wirklich schön, oder? Das hat viel, so viele gute Leute in dieser Sportart und viele kommen die Chance gar nicht. Und ich bin der Glückliche,